Herzlich willkommen zu diesem kurzen Update-Film für das Altplan-Add-on Oberflächengrafik. In der neuesten Version haben wir für Sie nochmal eine zusätzliche Funktion eingebaut, nämlich den Befehl Gefällekarte erzeugen. Im Prinzip wird eine 3D-Fläche je nach Neigung farbig eingefärbt im Grundriss und dabei entsteht eine Skala, das heißt, Sie können nachher im Grundriss anschauen, wo habe ich wie viele Gefälle. Dazu werden auch noch Pfeile für die Gefällerichtung angezeigt und das Ganze schauen wir uns nun live in Altplan an. Wir starten mit einem kleinen Testbeispiel. Sie sehen hier eine 3D-Fläche und die 3D-Fläche hat insgesamt etwa 800 Flächen integriert in einem Objekt. Man sieht hier in der Animation auch noch die verschiedenen Gefälle. Das ist eigentlich ein Testgelände. Und Sie können nun in Oberflächengrafik den neuen Befehl starten, Gefällekarte erzeugen. Sie klicken die 3D-Fläche an und sofort wird im Preview das Ganze dargestellt. Grundsätzlich wird vom tiefsten Wert, vom Gefälle 0, bis zum höchsten Wert eine Legendenskala erstellt. Die Anzahl Beschriftungen können Sie ebenfalls einstellen, wie Sie es gerne haben möchten. Das oberste Gefälle wird automatisch vom Tool ermittelt und zwischen diesen zwei Farben, Farbe unten und Farbe oben, wird dann ein Verlauf generiert. Für die erste Einstellung wähle ich mal Weiß auf Rot und Sie sehen schon, wie sich das Ganze hier zeigt. Die Funktion hat nun verschiedene Objekte erzeugt. Einerseits sind es 2D-Füllflächen und 2D-Linien. Sie sehen hier die Anzahl Füllflächen mit Verlauf und jede dieser Flächen hat zusätzlich noch Attribute bekommen. Unter Attribute modifizieren sehen Sie die zwei Attribute Gefälle und Neigung. Hier wurde der Winkel der Fläche eingetragen. Ich blende mir nochmal die Fläche ein und unten habe ich die Fläche noch ein zweites Mal kopiert. Ich verwende den Befehl nochmal, klicke wiederum die Fläche an und zeige Ihnen mal, wenn ich hier eine andere Farbe, nämlich von Grün auf Rot wähle, dann wird im Farbkreis wiederum von Grün auf Gelb, auf Orange, auf Rot gewechselt. Also die zwei Farben sind wie bei den anderen Funktionen wiederum im Farbkreis hier sauber angeordnet. Ich wähle noch eine dritte Fläche an. Bei dieser Fläche habe ich mal extra die Flächennormalen nach unten gedreht. Wenn ich so eine Fläche habe und ich klicke diese Fläche an, dann sehen Sie, dass das Tool an und für sich nur 0% anzeigt. Ich breche hier die Funktion nochmal ab. Solche Flächen müssen zuerst die Flächennormalen ausgerichtet werden. Ich zeige Ihnen das mal mit dem Add-on Geometrie-Tool. Hier können wir die Flächennormalen anzeigen lassen. Bei der mittleren Fläche sieht man schon, die Flächennormalen zeigen nach oben. So wollen wir es haben. Und ich klicke mal die untere Fläche an. Hier zeigen die Flächennormalen nach unten. Manche Tools in Altplan generieren auch solche Flächen. Bei denen müssen wir zuerst die Flächen umdrehen. Und zum Beispiel das Road-Gelände erzeugt manchmal solche Flächen. Wir haben hier auch einen zusätzlichen Befehl noch, normalen ausrichten, falls die Flächen in verschiedene Richtungen zeigen. So, und Sie sehen nun, wo die Flächen normal nach oben zeigen, funktioniert auch der Befehl einwandfrei. Hier habe ich nun mal das gleiche Gelände noch etwas verfeinert. Das heißt, Sie sehen schon, hier sind über 10.000 Flächen, die Sie bearbeiten können. Ich starte hier nochmal den Befehl, klicke die Fläche an und man sieht schon, wenn ich hier etwas rausgehe, auch hier wird das Preview angezeigt. Okay, und nach kurzer Wartezeit sind auch diese über 10.000 Füllflächen und Linien generiert. Ich zoome hier mal etwas näher hin. Die Gefällepfeile, die wurden mit der Funktion Linie generiert, natürlich genau in der Falllinie. Und als Pfeilsymbol wurde das Endsymbol angehängt. Sie könnten auch über den Multi-Edit
die Pfeilgröße dementsprechend anpassen, wie Sie es gerne haben möchten, dass Sie die gewünschte Grafik haben. Wo lässt sich diese Funktion nun überall einsetzen? Sie könnten, wenn Sie möchten, ein bestehendes DGM in eine 3D-Fläche wandeln und nachher die Funktion verwenden. Ich mache das hier mal bei diesem Bestandesgelände mit einem Bach und man sieht dann sehr schön die verschiedenen Gefälleläufe. Natürlich, wenn Sie Gefälle inkludiert haben bei Mauern mit sehr starkem Gefälle, dann werden flache Elemente natürlich alle in der gleichen Farbe dargestellt. Hier zum Beispiel jetzt ein Praxisbeispiel. Hier habe ich jetzt mal nur die Fahrbahn genommen. Das heißt, es sind eigentlich alles sehr flache Gefälle. Und wenn ich hier nun diesen Befehl anwende, das ist von einem Straßenbauprojekt, sieht man von der Hauptfahrbahn sehr schön den Gefälleverlauf. Ich mache hier mal noch etwas, eine detailliertere Legende. Und die Legende wird immer über die gesamte Größe des Geländes aufgezogen. Hier sieht man nun sehr schön die verschiedenen Farben. Grün ist dort, wo am flachsten ist. Rot dort, wo das größte Gefälle liegt. Und man sieht hier auch zum Beispiel zwei Flächen, die genau im Null liegen. Also dort werden keine Gefällepfeile erzeugt. Auf der Seite sehen Sie wiederum die Legende. Man könnte diese natürlich noch verzerren, etwas kleiner machen, wenn man möchte. Und hier haben wir also maximales Gefälle von knapp über 5% auf diesem Straßenabschnitt. Hier ein weiteres Beispiel. Das Ganze ist von einem Hotline-Fall und ich muss es dem Kunden sagen, diese Rampe soll er bitte nicht so konstruieren. Also ein schlechtes Beispiel für eine gute Konstruktion ist das sicher nicht zulässig, aber man sieht hier eigentlich sehr schön, dass die verschiedenen Gefälle der Rampe automatisch aufgelistet werden. Hier haben wir bis zu 50% an den Extrempunkten. Und man sieht auch sehr schön, wo das größte Gefälle hier liegt jetzt. Also dieses Projekt muss sicher nochmal überarbeitet werden. Hier jetzt ein besseres Beispiel, gemacht mit dem Add-on Rampe. Wenn Sie eine Birepp-Fläche haben, also eine richtig 3D-runde Fläche, dann können Sie diese zum Beispiel hier jetzt exportieren. Und eine allgemeine 3D-Fläche, so eine Birepp-Fläche, müssen Sie zuerst in ein Polyhedron umwandeln. Sie sehen hier allgemeine Fläche. Das können Sie, wie bekannt, in Altplan mit der rechten Maustaste anklicken. Dann den Wandlungsbefehl wählen. Dementsprechend, wie Sie die Einstellungen hier wählen, noch die Polygonalisierung anpassen und somit die Fläche wiederum umwandeln in ein Netz, das mit diesem Befehl bearbeitet werden kann. Und somit ist es wieder kinderleicht, die Funktion anklicken, die Werte einstellen und man sieht hier schon, dass hier im mittleren Bereich auch ein starkes Gefälle liegt. Das ist hier so gewollt, das passt schon. Sie sehen, die neue Funktion Gefällekarte erzeugen ist kinderleicht anwendbar und kann auf jede x-beliebige 3D-Fläche mit der richtigen Ausrichtung angewendet werden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit bei Ihren Projekten und bis bald, Ihr Thierry Metzner. Tschüss.